Jedes Mal, wenn ich einen Schrank betrete, verschwindet der alte. Das heißt, alles, was davor wichtig gewesen ist, ist weg. Wir müssen also versuchen, das Beste aus jedem Schrank herauszuholen, bis er endgültig verschwunden ist. Nein! Wir haben alles weg! Wenn ihr mehr von diesem unfassbar aufwendigen Projekt sehen wollt, dann teilt es uns doch gerne in den Kommentaren mit. Euer Feedback auf die letzten Videos war wirklich insane. Danke nochmal dafür. Wir haben endlich die 15.000 Abonnenten geknackt. Vielen Dank dafür. Unser nächstes Ziel sind die 20.000 Abonnenten. Deswegen lasst euch jetzt gerne ein Abo da, um mich zu supporten. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit diesem unfassbar coolen Video. Wir werden über die gesamte Welt verteilt. Wenn wir einen neuen Chunk betreten, der Chunk, in dem wir waren, wird gelöscht. Kannst du eigentlich dein Ärzte sehen, wenn du an der Border runterschaust? Nein, weil dann werde ich nämlich hops genommen. Ja, ihr seht schon das Problem. Wenn ich so mache, sind wir woanders. Wenn wir uns erstmal Stone Tools. Es gibt ja 128 Endportal oder so. Ich bin aus Versehen gerade aus dem Chunk raus. Toll, ich wollte ja eh nicht Holz farmen. Wie finden wir ein Dorf? Wie finden wir ein Fortress? Wie finden wir denn überhaupt irgendwas Essen bekommen? Das alles ist halt viel, viel schwieriger, wenn du nur in einem Chunk chillen darfst. Unser Plan wäre jetzt erstmal ein bisschen Stuff zu holen, ein bisschen Essen zu organisieren. Und dann war meine Idee, dass wir in den Nether gehen. Ah, Dschungelchunk. Ja, nein, die Hühner sind außerhalb. Leute, ich möchte Tiere killen. Wir müssen tatsächlich mit Seeds spielen. Seeds, 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 bitte. Wir haben ein Seed, sehr gut. Also wir sind jetzt schon out of Sprint. Wir müssen halt auch alles mitnehmen, was wir sehen, ne? Dried Kelp werde ich essen. Wir werden jetzt mehrere Stacks Kelp verbrennen. Verbrennen. Braten, um uns dann Essen zu machen. Oder wir sterben einfach an einem Creeper, der unsichtbar ist. Ja. Digga. Schon wieder ein unsichtbarer Creeper, den ich nicht gesehen habe. Oh mein Gott. Ja! Okay. Ich meine... Let's go! Leute, wir haben ein Dorf gefunden, aber... Sad Champ. Wir haben keine Villager hier drin. Toll. Ja, wir haben Kartoffeln. Oh mein Gott, das ist so strong. Schweine! Nein, 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 nein. Nicht raus, nicht raus. Hallo? Wir haben Melonen, das ist schon mal sehr, sehr gut. Melonen sind sehr rare. Weg hier. Oh mein Gott! Nach 31 Minuten finden wir ein Myzen-Biom. Wie unwahrscheinlich ist das bitte? Die Pilze werden mitgenommen. Oh, ich habe einen Pilz liegen lassen. Egal. Oh mein Gott! Was? Myzenium-Biom und direkt danach ein Monument? Bitte lass uns hier den Goldraum haben sogar noch. Das wäre so lustig. Ich überlege gerade, ob wir die Blöcke hier mitnehmen. Och nee. Als ob genau hier der Bossraum ist. Ha, Milch. Im letzten Chunk war ein Mineshaft. Oh nein. Den Stronghold finden wir, indem wir uns immer runtergraben und dann in einen neuen Chunk gehen. Wollt ihr mich gerade verarschen? Schon wieder in ein Dorf. Warum können die Villager nicht einfach mal in meinem Chunk sein? Warum müssen die immer woanders sein? Aber nehmen wir gerne mit, was hier ist. Ach, toll. Oh mein Gott. Sind wir bei einem Mineshaft gespawnt? Oh, Shipwreck. Und die Kisten sind alle im anderen Chunk. Wir haben die Kiste. Und wir haben eine Treasure Map, die uns nichts bringt. Klasse. Holzschrank, sehr gut. Wir nehmen Holz mit. So, wir machen jetzt mal eine fette Brat-Session. Zack, hier das rein. Schade. Nein! Unser Stack Kohle ist weg! Unser ganzes Essen ist weg! Wir haben alles weg! Kannst du die Bed craften? Leider noch nicht. Ich hab noch... Wir haben ein riesiges Problem. Jawohl! Sugarcane! Das war strong. Nochmal ein Myzen-Biom! Wow, Nummer 2! Shipwreck! Bitte, bitte, bitte! Das war's. Monument. Nein, 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 nein. Raus aus dem Monument. Ah, raus. Schon. Es macht mich sauer. Wir haben den dritten Myzelbium-Chunk, aber kein Dorf. Mein Chef? Nein. Schon wieder mein Chef. Nein. Och, Mano. Wir haben Strings. Das heißt, wir sind dem Bett ein Stückchen näher gekommen. Jedes Mal, wenn ich aus dem Chunk gehe, ist es wie Gamblen. Ich denke jedes Mal, geil, jetzt haben wir endlich Villager gefunden und dann passiert das. Ich habe so oft jetzt schon ein Dorf gefunden und immer nur dieses Kack-Farm-Ding. Susi. Ja! Du bist ein Schatz! Du bleibst hier. Es ist Nacht, ich muss eigentlich schlafen. Nicht, dass die Mobs kommen. Nein, 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 nein! Nicht aus dem Haus! Pipoepi! Obwohl, warte. Ich bin gerade fast aus dem Chunk raus. Mit meinem ganzen Holz, mit meinem ganzen Öfen, mit allem. Das ist so viel. Alter. Kannst du jetzt bitte auswachsen? Ich möchte, dass du mit mir tradest. Ich habe Angst um meine Existenz. Deswegen werde ich jetzt komplett eine Wand bauen. Und aus dem Chunk rauslaufen.
Okay. Anscheinend können wir Mobs verbrennen, die da stehen. Aber wir können sie halt nicht. Wir können sie halt irgendwie nicht sehen, was halt ein bisschen schmerzhaft ist irgendwie. Ja, wir machen ein Boot. Hehehe. Ja, du bist erwachsen. Bumm. So. Wir haben ein Pferd in unserem Chunk. Oh. Ja, perfekt. Da war die ganze Zeit ein Pferd und wir haben es nicht gesehen. Dorf! Ja, Dorf wahrscheinlich. Hülle. Yo. Oh nee, das ist nicht gut. Wenn wir das Problem nicht gelöst haben, sterbe ich. Weiter geht's. Wir haben nun ein Stack Emeralds. Ich hole Power 2, Leute. Und zwar zweimal. Aber in der Zeit warte ich noch kurz. Bis gleich. Hä? Ha! Tschüss. Wenn wir gehen, gehen wir schon beide. Tschüss. Wait. Das war jetzt ein bisschen unepisch. Tschüss. Oh. Für Betten. Anvil, zack. Power 3. Nice. Pinkes Schaf. Nein, hier ist ein Dorf. Leute, also wirklich. Mach Haare runter. Oh, wir haben alle Biome. Oh mein Gott. Ja. Nein. 4 Villager. Die hier drin stehen, die jetzt weg sind. Ah! Schnell, schnell, schnell! Villager! Ach, Mann. Ach, ey. Ja, komm. Oh, Monument Nummer 7 oder so. Nice. Tschüss. Aha, aha. Ah, nice. Okay. Oh, schon wieder ein Mützebiom. Ich fass es nicht. Shipwreck! Uns erstmal, glaube ich, mit Kiste. Oder auch nicht. Tschüss. Wir sind tot, 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 wir sind tot. Wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Oh Gott! Raus aus dem Chunk. Diese Angel wird uns dabei helfen, die Villager in unserem Chunk drin zu lassen. Okay, das war sehr, sehr dumm. Ich habe Angst, wenn wir da jetzt runtergehen. Wir machen es, wir machen es, wir machen es, wir machen es, wir machen es! Okay, alles gut, alles gut. Oh Gott, oh Gott! Alles gut. Dias! Einfach so! Was? Einfach so, ach Dias! Nee, oder? Ah! Woohoo! Hallo! Hallo! Nein! Hallo! Hallo! Hallöchen! Hallo! Kollege? Kollege? Ah! Wir haben einen Villager. Wir haben sehr viele Emeralds mitgenommen. Lava! Toll, wir haben einen Lavasee, aber leider um uns herum nichts. Bambo! Panda! Digga, was für ein Bambo! Oh! No Chest. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir heute sterben. Dias, ich fasse es nicht. Aber nur ein Dia. Oh, noch einer! Wo sieht man die Chunk? Noch ein Dia, WTF. Hä? Das alles in einem Chunk? Wir werden nun ein Nether-Portal bauen. Ich habe sehr viel Respekt davor, in den Nether zu gehen bei dieser Challenge. Im Nether ist es viel gefährlicher. Auf gut Glück. Warte mal, wenn wir jetzt in die Overworld gehen, haben wir doch ein Portal. Oh. Wir bauen das Obsidian ab. You know. So, Portal kaputt. Das ist wahrscheinlich ein 10x10 Netherrack-Block, auf dem wir mal spawnen. Ey! Wir waren gerade auf der Festung der Bastion. Oh. Okay, wir haben schon mal alle Biome wenigstens gelootet. Wir brauchen Boneblocks en masse für unser Holz mit Tier 1. Festung! Oh mein Gott! Bitte, Spawner! Bitte! Das ist lucky. Ja, das war's. Wir wurden gebaitet. Jeder Chunk in der Welt ist gleich wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit für einen seltenen Chunk ist natürlich sehr gering. Spawner-Chunks sind extrem selten. Oh Gott. Ich mach nicht ernsthaft Water MLG, weil ich es die ganze Zeit gemacht habe. Och nein, nein.